Mein Ketten spannt richtig. Ich habe da hinten noch ein paar Meter zu diesem Wellenbrecher. Wird eine schöne Tag- und Nachtfahrt. Paradies für Surfer. Heute ist der 19. November, ich habe richtig Starkwind da, also Starkwind, ja, 20, 25 Knoten in die Spitzen. Jetzt 2-3 Tage lang richtig scheiß Wetter. Jetzt bin ich noch immer da in Rubicon, komme da leider nicht fort. Wird das auch abwettern ein bisschen und dann werde ich nach Fuerteventura weiterfahren. Mein Ketten spannt richtig, ich habe da hinten noch ein paar Meter zu diesem Wellenbrecher, habe aber noch immer 5 Meter Tiefe. Mal schauen. Bin ja schon seit 2 Tagen da und am Anker richtig eingegraben. Viel weiter zurück komme ich Gott sei Dank nicht. Hier um die 25 Meter Ketten bei 5 Meter Tiefe, das reicht einmal. Oder fast 30 Meter. Hält diese Windstärken aus. Aber trotzdem, ist mit Vorsicht zu genießen. Ja. Anker wache immer ein und muss man einfach schnell reagieren, sollte ich wirklich weiter nach hinten rutschen, aber das glaube ich nicht, sonst hätte ich es schon lange gemacht. Ich glaube, die Kette hat sich einmal um so einen Betonblock herum gewickelt, deswegen komme ich da keinen Millimeter weiter als ich soll. Ich will jetzt auch gar nicht da groß was um und herum bauen. Ja, mal schauen. Ja, 30 Knoten in Spitzen. Na oi. Ich möchte mich recht herzlich beim Hennes Ulig bedanken, der was mir die ganze Distanz, also von Gibraltar nach Lanzarote, mit Wetterdaten versorgt hat. Vielen lieben Dank und schöne Grüße nach Almerimar, ja, wo sie hängen geblieben sind. Die sind immer nicht fertig mit ihren Arbeiten auf ihrem Schiff, aber sie werden mir demnächst einmal nachfahren. Ich hoffe, dass sie auch ein tolles Wetterfenster haben und ich freue mich schon, die beiden wiederzusehen. Aui! Nachdem, dass ich gestern am Abend ja da in dieser Hotelanlage duschen war, ja, haben wir gedacht, das schaut so gemütlich und chillig aus. Richtig warmes, beheiztes Pool. Haben wir gedacht, ich lege mal einen Pooltag ein. Ich bin zwar nicht eingeladen, aber das hindert mich nicht. Ich liege noch immer vor Anker, vor der Marina Rubicon. Ja, richtig schöne Anlage. Da lass es mir gut gehen. Bis jetzt hat mich noch niemand rausgeschmissen, aber ich tue ja niemandem was. Aber trotzdem suche ich dann einmal das Buffet. Ich habe wieder einen neuen Patreon dazu bekommen, der Gary Graham oder Graham. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Hier kriegst du extra ein paar Bilder aus Lanzarote von mir jetzt dann. Yes! Ich möchte mich recht herzlich bei allen meinen Patreons bedanken. Jeder Cent wird sinnvoll investiert. So konnte ich mir diese 25 Euro für dieses mega lässige Aquarium leisten. Ja. Und wenn auch du mich auf meiner Reise unterstützen willst, hast du jetzt die Möglichkeit. Ich blende euch unten den Link ein. Ja, wird alles sinnvoll investiert. Der Rest wird in dir investiert. Vielen lieben Dank. Ahoi. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Tauchschule. Ja, bin schon ein bisschen aufgeregt. Ist schon lange aus, dass ich einmal tauchen war. Außer um mein Boot herum. Und ja, da hat ein Künstler hier auf Lanzarote um die 300 Statuen versenkt. Die schauen wir heute an. Wird sicher lässig. Wunderschönen guten Morgen, noch immer aus Lanzarote. Ich habe ja eine kleine Spende von 20 Euro erhalten von Gary Grimm. Vielen Dank erstmal dafür. Und da habe ich mir gedacht,
Ich borge mir ein E-Bike aus hier und werde die Insel erkunden. Ja? Und was ich da alles erlebe, seht ihr jetzt. Die letzten Ausbrüche auf Lanzarote fanden im Jahre 1824 statt. Ihnen ging eine 10 Jahre lange Periode voraus, in der auf der Insel zahlreiche Erdbeben mittlerer Intensität registriert wurden. Charakterisiert wird diese Eruption hauptsächlich durch die Dünnflüssigkeit ihrer Lava und ganz besonders durch das heiße Salzwasser, das aus den Kratern in Form von gewaltigen, bis zu 30 Meter hohen Geysiren emporschoss. Guten Morgen, heute ist der 24. November. Jetzt starte ich gleich los Richtung Fuerteventura. Ja, da schaue ich mal diese richtig geile Sanddüne an. Und dann fahre ich nach Las Palmas weiter, weil ich bekomme ja am Samstag Besuch, am Sonntag, Entschuldigung, für 10 Tage. Und dann werde ich mich auch vorbereiten und komplett eindecken für die Atlantiküberquerung bzw. für den Weg zu den Kapverden. Aber das ist halt so ziemlich meine letzte Möglichkeit, dann richtig zu bunkern auf Las Palmas. Ja. Jetzt starte ich los. Ahoi! Ich bin jetzt hier in Corallero. Das ist auf Fuerteventura. Ich habe nur 2 Stunden her gebraucht, allerdings ist jetzt ein bisschen bewölkt. Sehr hohe Wellen da, die Dünung geht da rein. Ein Paradies für Surfer, ja, da brechen die Wellen da draußen. Und jetzt habe ich das nächste Problem. Ich habe gelesen, man darf dann nicht mehr in der Marine anlanden mit seinem Beiboot. Ja, ich werde schon einen Weg finden. Ne? Keine Ahnung, melde mich dann später von diesen Sanddünen. Ahoi! Bin ich in dieser Sandwüste, es ist megamäßig cool hier. Sollte man unbedingt einmal gesehen haben. Kilometerweit nur dieser geile weiße Sandstrand. Und jetzt dann gehen wir was einkaufen, dann richte ich mich zusammen. Dann schaue ich, dass ich da irgendwie rauskomme wieder. Alles ist gar nicht so einfach, da knallen die Wellen rein, ja, die Berge schieben sich auf. Man muss ja einen Weg finden irgendwie, dass ich da schön weit weg von der Insel komme, dass ich da nicht in die brechenden Wellen reinkomme. Ah, es wird schon werden. Jetzt genieße ich die Zeit noch ein bisschen hier und dann gehe ich noch eine Kleinigkeit essen und was trinken und dann werde ich loszischen. Ja. Ich brauche über einen Tag nach Las Palmas. Ja. Mal gucken. Ahoi! Ja, jetzt starte ich los nach Las Palmas, bin wieder zurück am Schiff, habe schnell was gegessen, also Tostada, Kaffee reingekaut, ein bisschen Brot eingekauft. Ja, jetzt starte ich los. Ich werde 24 bis 26 Stunden brauchen, keine Ahnung. Wichtig ist einmal, dass ich da raus navigiere bei den Fähren und bei diesen Wellenbrechern, was da reinkommen. Das ist ganz schön gefährlich, ich muss weit rausfahren.
Gut, dann bin ich mal offline in den nächsten 1,5 Tagen, schätze ich mal, bis alles fertig ist. Ich freue mich. Wird eine schöne Tag- und Nachtfahrt. Ich hoffe, es kommt ein bisschen mehr Wind, weil jetzt 7 Knoten bei 3 Meter Welle ist das nicht so lustig, ne? Ja, wird schon werden. Ahoi! Guten Morgen, heute ist der 25. November. Ich liege hier im Ankerfeld vor der Marina auf Las Palmas. Ich muss da noch warten, bis ich meinen Platz zugeteilt kriege. Jetzt ist einmal die Ark fort und das heißt, viele Plätze sind jetzt besetzt. Und ja, es geht relativ zügig. Ich glaube, ich bin die Nummer 2 oder so. Es wird 1-2 Tage dauern, bis ich reinkomme. Ahoi! So, jetzt warte ich auf meine Sprayhut vom Segelmacher. Jetzt haben wir gedacht, ich gehe derweil noch ein bisschen die Kultur erforschen hier auf Gran Canaria in Las Palmas und ich gehe jetzt ins Aquarium. Und was mich da drin erwartet, seht ihr jetzt. Bam!